Hey Leute, ich war einfach mal so frei und habe mal gegoogelt wegen unserer netten Säule hier. Und was ich dabei herausgefunden habe, ist, dass man die Säule wohl umwerfen kann, aber sie dann eben nur in die falsche Richtung fällt. Ich probiere das jetzt gerade mal. Komm. Funktioniert trotz allem nicht. Auch nicht schlecht. Ich möchte jetzt auch nicht zu nah hier an den Abgrund ran. Was man aber tun kann, ist wohl angeblich mit Akrobatik rüberspringen. Was ich mir gerade nicht so wirklich vorstellen kann, weil das ist ja nun wirklich ein Arsch. Es ist nun wirklich arschweit, aber. Wollen wir es einfach mal probieren? Wir probieren es einfach mal. Ja, geil, geschafft. Geht doch. Dann hätten wir diese kleine Truhe hier. Dietrich abgebrochen. Ja, das hat sich jetzt nicht so unbedingt gelohnt. Trotz allem. Interessant. Auch wenn die Säule nicht ganz so funktioniert. Die Säule soll übrigens in die falsche Richtung kippen. Und dabei gleichzeitig noch im Grunde, ja, nicht konsistent sein. Das heißt, sie existiert nicht wirklich, man kann einfach durchrennen. Das hieße, wenn sie sogar in die richtige Richtung fallen würde, könnte man trotz allem nicht, ja, drüber laufen. Naja, gut, dann wollen wir uns jetzt doch einfach mal teleportieren, wieder mal ins Sektenlager, ins Sumpflager. Denn das nächste Ding, der nächste Fokus wäre da unten. Ja, unter dem alten Lager, ich habe jetzt gerade nicht die Fokuskarte geöffnet, sondern nur die normale Karte. Dort, wo ihr eben die unterste Brücke sehen könnt. Noch unter dem Wald und so weiter und so fort. Da wollen wir jetzt einfach mal hinrennen. Oh, hallo. Hallo, hallo. Ja. Ich werde mich vorher aber trotz allem nochmal hinlegen, denn es wird schon wieder dunkel. Wir sehen da oben schon wieder ein paar Sternchen aufflimmern. Na komm. Das Bett scheint nicht zu funktionieren. Hey du, verzieh dich, verschwinde. Ja. Ich verschwind ja schon. Alles Du gut. weißt ja doch, was gut für dich ist. Ja, halbwegs. Ich denke eigentlich nicht so sehr, aber man darf ja froh drüber sein, wenn man doch halbwegs den Sinn der ganzen Sache versteht. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Der Hammer. Und wir werfen uns mal so einen Geschwindigkeitstrank rein. Oh, 30 Punkte. Das ist geil. Das ist sogar sehr, sehr geil. Dann können wir nämlich gleich schon in den vierten Kreis der ganzen Chose erlernen. Dann werden wir, nachdem wir diesen Fokus erhalten haben, erstmal wieder zurück ins alte Lager. Da lernen wir dann den vierten Kreis der Magie. Ach, und da sind schon wieder unsere Kollegen aus der alten Mine. Beziehungsweise die Wanderer der alten Mine, die dann eben immer von der alten Mine zum Sumpflager hinlaufen und wieder zurück und so weiter und so fort. Kennt man ja. Ja, wir müssen hier hoch. Ey, das sind viele Warane. Na komm. Na, haben wir keine Pfeile mehr? Hey. Was machen wir denn jetzt mal als nächstes?
Ich glaube, die zwei hier sind als nächstes mal dran. Zack. Ich war gerade nur am Überlegen, ob wir hier nicht einfach weiter durchrennen, aber... Ach komm. Na komm. Hm? Hab ich da was übersehen? Hä? Ihr wollt... Was? Der unsichtbare Varan. Ich wusste es doch. So, wo müssen wir jetzt hier lang? Hier lang? Hier lang? Hier lang? Oder auch nicht? Oder vielleicht doch? Oder vielleicht doch nicht. Weiter geht's. Komm, lauf schneller, du Sackgesicht. Lauf, lauf, lauf. Ja. Ein Bluthund. Au, 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 fuck, 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 fuck. Lauf, du Sackgesicht, lauf! Und vor allem Dingen schneller. Jau. Ja, genau, ey. Wie weit verfolgt uns das Mistvieh denn? Na? Jetzt nicht mehr? Nee. Es bewegt sich zurück. Das ist unsere... Es ist verschwunden. Ich tippe einfach mal drauf. Nee, da vorne ist es noch. Scheint auch wieder festzuhängen. Also, Leute, tut mir leid wegen dem ganzen Bug-Using hier. So. Na gut, okay. So schwer war das Vieh jetzt auch wiederum nicht. Aber ich hatte einfach keine passende Situation, um meine Magie einzusetzen. Haha. Laufen wir doch einfach mal wieder das ganze Stückchen nach oben. Über dieses kleine, schmale Stückchen hier. Scheint ja so gewollt zu sein. Sonst wäre der Bluthund nicht dort. Gleich mal wieder einen Feuerball aktivieren hier. Ach komm, verarsch mich doch nicht, du Mistvieh, du. Du darfst ruhig sterben. Ist so gewünscht. Hä? Geht doch. Na? Ey, verarschst du mich jetzt? Mistvieh. Hä? Es ist tot? Es ist tot? Es ist tot? Ja, es ist tot. Geil. Ja, es ist noch weiter verbrannt. Ah. Das ist doch schön. Weiterführender Brandschaden, das ist immer das Schönste überhaupt. Wartet hier auch wieder ein Kollege auf uns? Oder? Na, da drüben sind zwei. Sind ein paar weitere Blutflüge, da müssen wir aber auch nicht hin. Wieso ist denn hier keiner?
Oder sind wir vielleicht von der falschen Seite hier rangegangen? Ah komm, wir töten die beiden Bluthunde da drüben auch noch. Oh, die drei Bluthunde. Na? Da ist er. Nummer 2. Oh, wie viele sind das denn? Verdammt! Haha, tot. Das gefällt mir doch. Na, der dürfte jetzt eigentlich nicht ausreichen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Zack. Das war's dann auch mit dem. Gleich mal aufladen. Und hier gleich auch mal ein bisschen was dazu. Man gönnt sich ja sonst nichts. Noch ein Bluthund. Ja, ich habe gerade die Höhle schon gesehen. Keine Sorge. Sollen wir da mal rüberlaufen? Das sind irgendwie alte Ruinen. Irgendwelche komischen. Oh, was haben wir denn da? Einen versunkenen Turm. Auch nicht schlecht. Oh, ein Ork. Orkjäger. Sogar. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber irgendwas sagt mir, hier müssen wir noch nicht hin. Ich drehe einfach mal um. Und gehe hier mal in die Höhle rein. Mal schauen, was mich hier erwartet. Einfach mal die Feuerbälle ausgepackt und... Oh. Eine Tür. Amphore, ui, was ganz Feines. Eine Spruchrolle. Und eine Kiste. Was war das denn? Ein Hammer? Ein Orkhammer. Nicht so gut wie unser Hammer. Dann wollen wir uns doch jetzt einfach mal auf den Weg machen. Und das Vieh hier auf der Brücke fertig machen. Brückengolem. Alles klar. Okay, Magie funktioniert nicht. Dann eben auf die altmodische Art. Ah, das geht schön langsam. Oh, 500 Erfahrung. Nicht schlecht, Herr Specht.
Ach, wen haben wir denn da? Hey, was machst du denn hier? Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Nein. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Ich auch. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Wie bist du eigentlich an den wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Oh, okay. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Einiges? Damit wäre er der Besitzer des kompletten Minentals. Oh, nicht schlecht. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Ja, dann auf. Folgt er uns noch? Lester, da ist er. Na komm, Lester. Ach, Harpien. Oh, Mistviecher. Oh. Gott, dieses Geschrei. Zack, das war's auch mit dieser Harpie. Elende Mistviecher. Ah, ja, ist ja gut. Na, da oben sehe ich schon wieder so einen Zacken. Ich glaube, da oben müssen wir hin. Sieh mal! Dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. So einfach komme ich da nicht dran. Tja, und da drin sind die nächsten... Ei, also die Festung hier ist wesentlich stärker bewacht. Gleich mal los. Dankeschön, Lester. Boah, aber dieses Geschrei ist ja echt grausam. Ja, nochmal drei von denen. Fünf oder vier. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Vier oder fünf von den Mistviechern sind hier drin. Jo. Oh Mann. Jetzt sind sie nämlich kritisch. Wo ist Lester denn? Da. Boah,
dieses miese Lachen. Ich werde mich mal oben umsehen. Mach das mal. Kann er denn... Ich fass es nicht, er kann Leitern hochsteigen. Ja, Treppen werden ja noch einfach. Na? So viel dazu. Schätzchen, stirb. Stirb, 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 stirb. Na? Wollte nicht nach oben? Ah, jetzt. Na, wir haben ja keine Pfeile mehr. Unbedingt nachkaufen. Memo an mich selbst. Na, wer sitzt denn da in der Ecke? Ach, verdammt. Das Spiel fliegt etwas zu hoch. Ja. Geil, jetzt habe ich das rostige Schwert angegriffen. Auch nicht schlecht. Ach, geht doch. Na komm, warum nicht? Ach, und wo ist das Vieh jetzt schon wieder stecken geblieben? Ach, das Spiel ist doch noch ziemlich buggy. Aber ich glaube, da ist in den letzten Jahren nicht besonders viel an Support drin, mit dran gewesen. Komme ich nicht dran. Egal. Ah. Kleine Waffenkammer. Auch nicht schlecht. Ja, ist ja gut. Eine verwitterte Axt. Was haben wir denn hier? Ein rostiges Schwert. Hm, naja. Und eine Handaxt. Hey. Ja, das ist nicht so besonders pralle, die Ausbeute bisher. Aber dann möchte ich doch einmal hier noch schauen. Na, was höre ich denn da? Was haben wir hier? Truhenschlüssel. Alte Bergfestung. Ein rostiger alter Schlüssel, der zu einer Truhe gehört. Alles klar. Und wir haben da einen Hebel, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja, da. Ziehen wir doch einfach mal dran. Na? Da habe ich doch gerade eben noch Skelette gehört. Skeletos. Ja. Oh, die sind etwas fieser drauf. Na, du Mistvieh, du. Ah. Ich will jetzt hier nicht sterben. Nein, 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 nein. Lester, kommst du bitte nochmal runter? Verdammt. Die Mistviecher sind heftig. Okay, draußen sind wir auf jeden Fall erstmal sicher. Ich werde wohl einen etwas stärkeren Zauber gegen die anwenden müssen. Was hätten wir denn da? Feuerregen. Mana-Kosten maximal. Schaden pro Mana 50. Feuerschaden 30. Ach. Mana-Kosten maximal 5. Feuerschaden pro Mana 30. Hm, probieren wir einfach mal. Ach, den haben wir ja immer noch, stimmt. Feuersturm. Oh yeah.
schauen, ob das Ding jetzt funktioniert. Man darf gespannt sein. Fuck yeah. So, wo sind jetzt die Skelette? Ja, wo sind sie hin? Weg. Warum nicht? Ein Heiltrank. Mana und nochmals Mana. Oh, und zwei Truhen. Nicht übersehen. Ein paar schöne Mana-Tränke und hier sind wahrscheinlich Heiltränke drin. Ach, bin ich gut. Verdammt. Ja, dann wollen wir doch einfach mal nach oben. Umpa lumpa rumpeli dum di dum dum dum. Ah, Lester. Besitzurkunde. Berechtigt den Besitzer dazu, den Gebietsanspruch der Bergfestung geltend zu machen. Alles klar. Und er war natürlich nicht in der Lage, da selber reinzuschauen. Und er reagiert auch nicht mehr auf uns. Das ist auch nett. Ach, nicht schon wieder. Kleine Mistkröte, du. Kleine Mistkröte, du. Einmal wieder zu Lester laufen. Ah, da höre ich doch schon wieder eine von denen. Und weiter geht's. Ah, hier ist jetzt keiner mehr. Ja, geil. Die Mistviecher haben einen komplett leeren Raum bewacht. Also nicht komplett leer, aber von Items. Und anderen nützlichen Dingen. Leer. Ach, Mano. Ja, die Besitzurkunde drücke ich dem Kerl erst in die Hand, wenn ich hier fertig bin. Ach komm. Geht doch. Gleich mal den nächsten Trank rein. Noch einen, weil es so schön ist. Ein paar Mana-Tränke reingezischt. Na, da ist da noch eine. Ist da noch eine? Nein. Nö, nö, nö. Keine mehr da. Das ist doch schön. Lohnt sich hier wenigstens mal ein bisschen.
Wir sind jetzt hier fertig, im Grunde. Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Alles klar. Was sind das denn für Sprüche? Was ist das denn? Ah, da. Telekinese. Ja dann. Ah, da haben wir doch den Fokus. Na komm. Na komm. Aha. So, der Fokus liegt jetzt unten. Und da werden wir uns jetzt auch hinbegeben. Ach, hier geht's noch weiter nach oben. Ja dann, gleich mal weiter. Nein! Was? Was soll der Scheiß denn? Okay, da kommen wir nicht hoch. Ist jetzt auch egal. Was? Auch geil. Ja, da fehlen irgendwie Sprossen in der Leiter. Keine Ahnung warum. Ist einfach so. Das Mist hängt da immer noch an der Wand. Da haben wir den Fokus. Nun haben wir beide, was wir wollten. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Mach das mal. Wir sehen uns wieder. See you later, Alligator. Und genau das gleiche würde ich jetzt auch zu euch sagen. Denn das war es jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Wir haben jetzt alle Fokussteine zusammen, alle Foki zusammen. Dementsprechend in der nächsten Folge geht es dann wieder zu den Wassermagiern. Ja, geht es. Und wobei, wir könnten eigentlich jetzt auch zwischendurch erstmal wieder zum alten Lager. Aber nein. Nee. Das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Sobald ich hier alle Lernpunkte... Ja, wobei. Vielleicht? Nee, oder? Ah, ich probiere jetzt gerade erstmal noch die eine scheiß Harpie da drüben zu besiegen. Irgendwie muss das ja funktionieren, weil das sind genau diese 200 Erfahrungspunkte, die mir jetzt gerade fehlen würden. Ach komm. Okay, das funktioniert nicht. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.